Hallo liebe Lauffreunde, ich bin hier am Störmthaler See und hier finden am Samstag, den 6. Oktober, zum dritten Mal schon die Sparkassen Leipziger Crosslights statt. Das ist eine Radsportveranstaltung, ein Crossrennen, was bis in die Abendstunden absolviert wird. Das heißt, es wird auch im Dunkeln gefahren. Und das Spannende für uns ist dabei, dass wir am Vormittag die Strecke nutzen können. Und dort findet dann der erste Lauftraining.com Teamcross statt. Und dabei wird in zweier Teams diese Crossrunde absolviert in einer Staffel. Ihr müsst eine Stunde lang laufen und wer am Ende die meisten Runden hat, beziehungsweise als erstes die Ziellinie überquert, der hat dann gewonnen. Und das, denke ich, ist eine spannende Veranstaltung. Aber oh, wartet mal, da ist irgendwas. Hey, ihr Radsportler, ihr braucht doch sogar einen Motor, um hier hochzukommen. Das ist doch ganz klar, dass wir Läufer hier im Vorteil sind. Als erstes bin ich hier auf der Baustelle und das ist mein Baustellenfahrzeug. Als zweitens fährt dein Trainer auch immer mit so einem Ding. Jetzt jammern wir mal nicht mein Trainer, der Läufer mein Trainer. Nur am Rumjammern immer. Ach Quatsch. Ihr fahrt doch noch nicht mal, wenn es regnet. Da setzt ihr euch doch rein auf die Rolle. Ja, du siehst schon so aus wie Rolle. Hast du mal Radsport gesehen, was die Kinder machen? Es ist doch ganz klar, dass Marathonläufer die besseren Sportler sind. Pass auf, Markus hat wieder seine Frühdiät gemacht, hat wieder Salat zum Frühstück gegessen und hat wieder schlechte Laune und schimpft wieder auf die guten Radsportler rum. Der soll mal was Richtiges essen, dass er so mal ein richtiger Mann wird. Ja, tragt doch eure Sache hier auf der Runde aus, dann können wir gleich mal die Runde testen und dann gucken wir mal, wer von euch beiden hier noch fit ist. Klar. Okay, los geht's. Eindeutig! Junge, komm in der Spielerei! Wer war vorne? Ich war vorne! Das ist ganz klar! Hast du auch gesehen? Videobeweis. Der lahmt doch! Ganz locker war ich vorne! Ja, wir lassen die jetzt mal weiter streiten. So, dann lassen wir die Jungs mal ein bisschen streiten. Das können sie ja machen. Es ist eigentlich egal, ob ihr Läufer seid oder Radsportler. Ihr könnt alle vorbeikommen. Ich denke, es wird eine lustige Veranstaltung vom Zeitplan her. Wäre es sogar möglich, dass ihr beide Disziplinen absolviert oder beide Sportarten absolviert. Ja, und die Triathleten, die können zwischendurch auch nochmal in den Störmthaler See springen. Da haben die auch ihre Disziplin noch weg und können ihren Triathlon hier machen. Also sind eigentlich alle angesprochen. Kommt vorbei, wir haben eine schöne Veranstaltung. Bis Samstag.